So, guten Morgen und damit ein recht herzliches Willkommen zurück bei mir hier auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr 2023 gerutscht. Und ich hoffe, dass ihr da euch einige Vorsätze vorgenommen habt, diese auch erreicht. Und wie ihr seht, sind wir ja schon wieder unterwegs hier in Nürnberg. Ich bin dann ja von Sachsen zurückgelaufen, zurückgefahren nach Nürnberg, hab mit meiner Familie Silvester verbracht und jetzt geht's auf jeden Fall schon wieder los. Schnell mal rüber hier. Und wir haben einen Auftrag. Wir fahren jetzt zum Containerport und laden da für Aurach mal für den Anfang eine kurze Tour. Würde ich sagen, das passt. Auffahrtskontrolle mache ich dann auch drüben. Das ist ja hier nur über die Kreuzung. Dann sage ich auf jeden Fall noch an alle Abonnenten, Kollegen und so weiter ein frohes neues Jahr natürlich. Können wir schon mal aufsperren, ne? Ja, Schnee ist jetzt auch langsam wieder weg. Und damit steigen wir ein in die gute Stube. So, eingestiegen sind wir. Ich habe jetzt ein neues Sideboard ist es nicht, das ist was anderes, aber eine Seitenkonsole mit ein paar neuen Knöpfen. Wenn ich mich ab und zu mal verdrück, tut es mir leid. Aber auf jeden Fall würde ich mal sagen, wie ist mehr los? Denn mach mal die Zündung an. Es ist 6.25 Uhr. Ja, zwischen. Eigentlich habe ich um 7 Uhr Ladetermin. Aber wie ihr wisst, kenne ich mich hier ein bisschen aus in der Heimat. Und ich weiß, dass die mir schon um halb anfangen. Deshalb fahren wir jetzt einfach mal rüber. Handbremse raus. Und fahren da jetzt mal rüber, ganz entspannt. Und dann laden wir über Aurach. Ist ja gleich hier um die Ecke. Ist eine ganz coole Tour eigentlich hier raus. Liegt einiges auf dem Weg, kann ich euch ein bisschen was erzählen. FPS wieder mal richtig im Keller. Immer geradeaus. Aber gut, müssen wir durch, ne? So, dass ich weiß, dass ich nicht direkt zum Containerport muss, ne? Weil da drüben beladen sie eigentlich immer nur die Container. Weil ich mich jetzt auf hier hinstellen, aber andersrum.
Weil hier hinten ist ja die Fidus, ihr wisst ja Bescheid. Links ab. Grüße gehen raus. Dann fahren wir jetzt einfach mal. Wenn man jetzt hier rechts fährt und wieder rechts, kommt man nämlich zur Fidus. Bitte nach links ab. Weil wir stellen uns jetzt mal nicht hier hin, da werden die Container aufgeladen. Sondern hier. Links abbiegen. Links hin. Dann können wir nämlich hier schön. Biege nach wenn ich links nicht. Ab. Wenn mich nicht alles täuscht, würden nämlich hier diese Rachen geladen, die aus dem Container raus müssen. Und da wir natürlich wieder eine besondere Ladung bekommen, schauen wir mal, was das ist. Wir oder ich gehe jetzt mal hier drüben rein ins Gebäude und melde mich an. Ja, drei Viertel passt. Und dann sehen wir uns nach dem Beladen wieder. Bis gleich. So, Papiere haben wir. Wir haben so ein Bagger, Radlader, was weiß ich, was das ist, geladen. Ihr seht's. Der geht nach Aurach, den brauchen sie auf einer Baustelle bei einem ja, Windradbau. Da fahren wir jetzt auf jeden Fall hin. Schön über den Frankenschnellweg. Steigen wir ein, Tür zu, Motor an. Fertig zum Losfahren. Handbremse ist schon raus, dann können wir eigentlich auch losfahren, würde ich sagen. Top der Affe bellt. Okay, lass uns eine neue Route finden. Brauchst du nicht, wir fahren jetzt hier rechts. Nicht Richtung Fidus, sondern Richtung unserem Stellplatz in dem Werk. So, jetzt fahren wir aber schnell. Bevor er kommt. Fahren wir jetzt schön. Demnächst rechts abbiegen. Entspannte Tour. 60 Kilometer knapp. Ja, 65. Biege nach rechts ab. Und schauen wir mal, ob die Dispo dann rechtzeitig was für uns hat. Beide müssen wir nehmen. Biege nach links ab. Richtung Regensburg, Heilbronn, Frankenschnellweg Südstadt. Da sind wir richtig. Und dann jetzt rechts. Biege Richtung rechts Nürnberghafen. Nürnberghafen auf dem Frankenschnellweg Richtung Stein. Müssen wir ein Stück durch Stein durchfahren. Da gibt es eine schöne Therme, Palm Beach. Kann man empfehlen, sie mal anzuschauen. Ist echt nicht schlecht gemacht. Fährt. Rechts und dann weiterfährt und dann rechts mal links abkommt, Schengen und so weiter. Größeres Industriegebiet eigentlich. Biege nach rechts ab. Wir müssen da jetzt rechts abbiegen und dann links Richtung links halten. Dahin. Und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Ja, wie gesagt, ich kann euch noch mal schnell die Papiere zeigen. Ihr seht, Wind Systems ist
der Windpark. Diese JCB Bagger, kenne ich mir nicht aus, was das genau ist. Aber das fahren wir jetzt nach Aurach. Das müsste da vorne die Siemens sein. Ja, stimmt. Oh, grün. Mein Donaukanal. Nicht schlecht. Wenn das Video rauskommt, befinde ich mich gerade auf Lehrgang, wie gesagt, Video vorproduziert, deshalb kann ich leider auch nicht zu viel von den Kollegen erzählen. Aber es kommen auch wieder andere Zeiten. Und da vorne, das ist jetzt Stein. In echt geht es auch so rechts weg, dann kommt eine Kreuzung, links super geile Metzgerei. Wer was für ein Stefan? Gibt's gute Leberkäs, Stefan? Genau, Stadtstein. So sieht's aus. Hier kommt dann eigentlich eine Ampel, wo es auch nach links weggeht. Das ist auf der Ecke quasi eine Metzgerei. Aber gut. Ich glaube hier Fahrerwohnung von der Fidus. Da wohnt der Michi, der Passenheim. Mal gibt vielleicht. Hat er uns ja gehört. Jetzt fahren wir Richtung Ansbach rauswärts. Die Fahrerwohnung hier? Nee, das war schon da vorne. Das war da vorne. Jetzt rauswärts kommt nämlich die Amica-Seine, die haben sich ja auch gut getroffen. Sieht auch wirklich noch so aus. Es sind ja auch noch die Amis da stationiert. Das haben sie schon gut hingekriegt, muss man fairerweise so sagen. Es wäre cool, wenn man da mal eine Ladung reinfahren könnte. Und warum uns das mit einbringen würde. Ja, und dann sind wir eigentlich schon fast in Aurach. Herzogen Aurach in der Nähe von Nürnberg. Vielleicht ein bisschen bekannter durch Puma und Adidas. Ihre Werke haben oder ihren, ja, Firmenzentrale. Bitte rechts halten. Rechts halten? Ich muss geradeaus. Schöner Dach. Bin immer gespannt, ob der Christian dann sein DAF schon hat. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt. DAF ist also bis zum 106er DAF. Alles top. XG. Kannst mal den Harry drüber fragen, wie ich den finde. Der Kreisverkehr ist auch ein bisschen eng. Und dann geht's hier rechts weg und dann ist da eine Baustelle. Na, so schaut's aus. Man hat gerade auch eine
Nachricht bekommen auf dem Display. Schaue ich gleich nach. So, schauen wir mal. Das war eine schöne Fahrt. Hochpumpen, würde ich mal sagen. Ich fahre jetzt mal da lang, weil ich glaube, genau da hoch und dann da rückwärts rein. Sehe ich hier keinen. Hoffentlich ist schon jemand da. 8:30. Müsste ja eigentlich jemand da sein. Fenster mach mal runter. Falscher Gang. Ja, wieder den falschen Knopf gedrückt. Den drücken wir jetzt schön da hinten rein. Da erstmal stehen. Perfekt. Vorwärtsgang rein, Handbremse rein, Fenster machen wir zu. Motor können wir zumindest die Zündung ausmachen und den Motor auszünden lassen wir an. Ja. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Noch keiner da. Auf die Papiere schauen. 8:30 Uhr. Also pünktlicher geht es eigentlich gar nicht mehr. Aber bevor wir jetzt hier ewig warten, melde ich mich wieder, wenn wir abgeladen haben. Und dann schaue ich nochmal, was jetzt die Dispo möchte, wo wir hinfahren. Und dann sehen wir uns natürlich gleich nochmal wieder. Bis gleich. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, hat er dann doch irgendwie hingehauen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns eh vielleicht irgendwann mal wieder. Ich komme ja eh aus Nürnberg. Ich fahre nur für eine Spedition aus oder eine Firma aus Österreich. Genau. Jo. Dann bis zum nächsten Mal. Hau dich rein. Ciao, ciao. So, wir steigen ein. Aber wir sind auch endlich mal fertig. Ja. Ich zeige euch mal, wie spät wir es haben. Zeit zu gehen. Ihr seht's, 11.32 Uhr hat hier deutlich länger gebraucht. Dauert als gedacht. Wir fahren jetzt mit einem Loader nach Paris. Fahren da jetzt noch bis Reims. Zwischen Metz und Reims. Da dazwischen machen wir Pause. Und dann fahren wir in der nächsten Folge weiter nach Paris. Thank you.
hier raus. Rundumleuchte müssen wir noch einschalten. Der ist ein wenig breiter als der Auflieger. Dann machen wir es lieber an. LKW auch mal wieder ein wenig hoch. Dann lassen wir uns die Lampen da abhauen. Ja, 8.30 Uhr war ich da. Was ich dann hier gemacht habe, war, ich habe mir einen Kaffee rausgelassen, ein, zwei Kaffee getrunken schon, habe immer noch einen, läuft. Hier erstmal rauskommen, dann fahren wir auf die A6 Richtung Heilbronn. Dann fahren wir eigentlich direkt auf die Grenze zu, deutsch-französische Grenze. Der lässt mich raus, das ist nett. Oder auch nicht. Jetzt. Ja, wie gesagt, wir fahren am Kreisverkehr, fahren nach Paris. Paris Ribbling. So ein kleines Map-Add-on wie des Burges, wie man es so schön sagt. Add-on. Ist halt Paris überarbeitet. Schauen wir uns mal an. In der nächsten Folge, wenn wir da ankommen, definitiv. Ja, aber jetzt war ja klar. Jetzt fahren wir. Ach, sorry dafür, ich bin ein bisschen erkältet. Biege nach links ab. Aber wenn das Video rauskommt, bin ich wahrscheinlich wieder gesund. Wie gesagt, ist ja voraufgenommen. Die nächsten drei Folgen auch noch. Beruflich unterwegs bin. Das ist ein anderes Thema. So. Ja, wie gesagt, biege nach rechts ab. 8.30 Uhr waren wir pünktlich da, sind dann okay, lass uns eine neue Route finden. Die Arbeiter erst eine Stunde später gekommen, haben abgeladen, haben dann neu geladen hier für Paris. Ja, ich meine, die Stunde sie auch nichts eigentlich jedes Mal drüber aufzureden oder aufzuregen. Und deshalb passt es schon. Weggefahren, sind jetzt über ja, Greilsheim, Feuchtwangen Richtung Parkplatz Reims unterwegs, bei Reims, habe ich ja vorhin gezeigt.
jetzt eigentlich geradezu auf die deutsch-französische Grenze, ne? Schauen wir mal. Ich mal einen Schluck vom Kaffee nehmen. Gehört ja dazu, sonst läuft das schon mal gar nichts. Wieder wegnehmen, weil Weihnachten ist jetzt doch dann schon länger vorbei. Ist halt so eine Sache, wenn man vorproduziert. Bei mir ist jetzt auch gar kein Weihnachten gewesen, aber klar, die Folge kommt viel später raus. Deshalb wird es wahrscheinlich dann in der nächsten Folge schon weg sein. Verstauen wir das schön irgendwo hier in unseren Fächern da oben. Und dann passt es schon. Ja. SS hat da ein paar Neuigkeiten rausgehauen, die jetzt auch schon ein paar Wochen dann wieder her sind. Winter Special war. Ja, war eigentlich klar, dass da immer mal wieder was kommt. Logisch. Ja, der Volvo kommt, der überarbeitete, soweit ich jetzt mitgelesen habe oder sonst was. Finde ich gut, LKWs, neue LKWs sind immer schön, wenn da was kommt. Klar, Hermi hat es ja gesagt, damit gehen auch Grüße raus an alle Kollegen. Herrn Meder, Christian, Michi Amon, Lukas, Stefan, Harry, Hermi, Raimi. Chris Binfort, der Jan Bollemann, alle zusammen. Schöne Grüße. Und alle anderen auch, wenn ich jetzt jemanden vergessen habe. Auf jeden Fall, ihr habt es ja auch mitbekommen, der Hermi hat ja einen Volvo gefahren. Der war dann auch nicht ganz so begeistert von dem. Es ist halt auch immer Geschmackssache. Ich meine, wenn der neue Iveco rauskommt, dann wird man vielleicht mal fahren, irgendwie, wenn SCS den rausbringt. Aber ob das dann, manche Marken mag man mehr, manche Marken mag man weniger. Zum Beispiel, ich bin eigentlich DAF-Fan gewesen, immer. 105er DAF, 106er DAF. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Immer top. Und der XG gefällt mir gar nicht. Und das ist Geschmack. Route neu berechnen. Aber gut. Ich glaube, den DAF XG, den oder den XG Plus, den bin ich bis jetzt, wenn es hochkommt, einmal gefahren. Einfach zum Ausprobieren. Und ich muss sagen, in echt ist er gar nicht so schlimm. Ja. Aber in-game will man halt das fahren, was man am meisten Lust drauf hat, und Scania, ihr wisst selber, Scania ist schon Ulcaliente. Ja, vielleicht kommt dann auch irgendwann mal der neue MAN. Der würde mir auch wieder gefallen. Der Hermi fährt ja den TGX 2020. Das ist dann schon ein schöner LKW. Aber da muss man halt auch, es kommt ja auch immer drauf an. Ich meine, was man da so ein bisschen verändern kann, und das kommt über Mods. Es ist einfach so, den XG, den kann man in Facebook, was man da für Bilder sieht, da wirklich sind ein paar Teile dabei hergerichtet. Überragend, muss man einfach so sagen. Aber das geht ja auch bei anderen auch. Ich meine, das Ex-Fahrzeug vom verloren gegangenen Mitarbeiter bei der ITL,
S-Ray, der sieht ja auch nicht schlecht aus. Ist ja einfach so. Aber das finde ich gut, dass SCS da ein bisschen versucht, LKWs wieder reinzubringen. Klar, SCS muss natürlich die Lizenzen alles davon reinholen. Also von daher, ja, liegt es nicht nur an SCS, sondern auch an den Herstellern. Zum Beispiel der MP5, ich glaube, da wartet jeder schon, weiß ich wie lange drauf. Und im Endeffekt ist er immer noch nicht da. Aber schauen wir mal, was da als nächstes kommt. Was ist das für eine Ausfahrt? Demnächst rechts abbiegen. Das war der falsche Knopf. Ja, wie gesagt, ich habe ja ein Sideboard bei mir jetzt mit integriert. Neue Tastenbelegung draufgelegt. Wenn da ab und zu mal der falsche Knopf kommt, tut's mir leid. Ich gebe mein Bestes, dass es so wenig passiert, wie es geht, aber manchmal drücke ich halt doch noch den falschen Knopf. Aber gut. Ich hoffe, das verzeiht ihr mir. Ja, was bringt SCS noch so? Überarbeitung von Bern. Ich weiß nicht, ob sie die ganze Schweiz überarbeiten oder nur Bern. Ich habe das letzte Mal nur Bern gelesen. Ist natürlich schön, dass sie da die einzelnen Städte überarbeiten. Haben auch die ein oder andere Stadt notwendig. Aber was mich ein bisschen nervt, ist, die Schweiz an sich ist eine Katastrophe. Also, glaube ich, selbst im vorletzten Video oder so schon mal gesagt, das macht keinen Spaß, wenn du da Autobahn fährst und jedes Mal nach links rüberziehen musst, weil es einspurig wird. Und ich glaube, ich habe da auch schon mal auf dem Discord mit dem Harry gequatscht. Also privat gequatscht und habe gesagt, das macht halt einfach keinen Spaß, auf der Standard-SCS-Map zu fahren. Wenn es so unrealistisch ist, weil das gibt es einfach nicht. Und ja, dann habe ich natürlich das Problem, wenn die Stadt überarbeitet muss ich ja, oder überarbeitet wurde, muss ich ja trotzdem hinfahren. Und wenn der Weg dahin so richtig altbacken bleibt, wie halt die Standard-SCS-Map in den meisten Fällen ist, dann ist es auch schwierig, da dann hinzufahren. Aber gut. Ich meine, es ist immer noch Meckern auf hohem Niveau. Und SCS tut ja trotzdem einigermaßen auf die Wünsche von der Community eingehen. Halbwegs. Aber du musst jetzt auch mal sehen, wie alt das Spiel eigentlich ist. Ich glaube 2012 habe ich es mir gekauft, wo es rausgekommen ist. Oder 2013. Auf jeden Fall glaube ich, nee, 10 Jahre ist es jetzt genau alt. Und das Spiel gibt es immer noch und wird weiterentwickelt. Ich glaube, das gibt es fast nirgends, wo ich, also schon was Besonderes auch irgendwie. Klar, hier beim Multiplayer oder sonst was, gestern oder heute, ne, warte mal, heute, vorgestern war nämlich auch der Konvoi, der Weihnachtskonvoi von ITL, V-Transporte Amon und HM-Trans. Super unterhaltsam gewesen, hat Spaß gemacht. Der Rennleitung mit dem Raimi, ich glaube, dich habe ich vorhin vergessen. Schöne Grüße, genau, natürlich raus, Raimi.
schon. Es hat schon irgendwie was gehabt, wenn da die Auflieger und die Skins rumfahren von den Kollegen, und das sieht schon aus, aber es gab halt trotzdem Probleme und die sind nur auf der Standard Map gefahren. Also ja, schwierig, würde ich mal sagen. Aber hat Spaß gemacht. Leider, ich wäre gern dazu gestoßen. Mich hat es aber am Donnerstag, das war dann der 22. natürlich mit einer Grippe flachgelegt. Fieber gehabt, sonst was. Immer noch leicht angeschlagen. Aber es war alle, die dabei waren: der Luki, der Michi, ITL mit Christian und Michi Meder und die HM-Lanz mit dem Hermi und mit dem lieben Stefan. War echt eine schöne Tour. Ich hoffe, das passiert mal wieder, damit wir mal mitfahren können. Ich glaube, der Harry wäre da auch gerne dabei. Vielleicht passiert es ja noch mal mehr. Und das ist halt dann auch so eine Sache. Das Spiel lebt von den Mods. Ja. Und wenn ich aber im SA-Convoy-Modus da die Mods nicht nutzen kann, weil halt, ja, wenn wir jetzt unsere Kollegen da sieht von der HM-Trend zum Beispiel. Ich fahre den Fred Scania. Nein, ich muss da rüber. Ich fahre den Fred Scania, der Harry fährt den Next Gen. Der Stefan fährt den Metzler, das sind Mods, die haben unendlich viel, ja, was heißt unendlich viel, da ist einfach schon von den LKWs so viel, dann jeder ein Skin, jeder ein Auflieger und so weiter, ja, das sprengt, glaube ich, den Rahmen, und du kannst, glaube ich, das Spiel nicht mit 100 Mods spielen, das ist dann ruckelfrei auf SS-Convoy-Modus läuft. Aber gut, es wäre halt schön, wenn man das irgendwie schaffen würde, dass zum Beispiel nicht jeder den gleichen LKW-Mod braucht. Aber schauen wir mal. So, und jetzt mal wieder zurück zur Story. Ich weiß gerade gar nicht, wo die Kollegen so unterwegs sind. Wie gesagt, bin ja da beruflich eingespannt, nehme im Voraus auf. Wir sind auf jeden Fall nur hier Nahverkehr und so weiter gefahren, weil natürlich Weihnachten da vor der Tür stand, oder dann wie bei der HM-Brenz Weihnachtsfeier überragend Kekse und so weiter, war ja top.
Stefan hat da auch mal wieder ein Video rausgehauen gehabt. Ist dann, glaube ich, nur nach Innsbruck gefahren. Der Harry war auch zurück nach Salzburg unterwegs zur Firma Richtung Weihnachtsfeier. Viele sind, glaube ich, auch noch im Urlaub, kommen jetzt erst wieder zurück, so langsam. Und wir fahren jetzt weiter erstmal so die Ansage aus dem Büro, weiter hier für den Kunden Hochtief und so weiter aus Salzburg. Aber Sebastian hat da schon so Andeutungen gemacht, dass es nur noch ein paar Wochen gehen soll. Ich hoffe jetzt nicht, dass irgendwie die unzufrieden sind oder sonst was. Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Die waren immer pünktlich da. Weiß ich nicht. Vielleicht hat er dann vielleicht doch schon. Bitte links halten. Ja, jetzt müssen wir mal hier rüber. Der lässt uns aus. Super. Danke. Jetzt muss ich trotzdem mal schauen. Bin ich jetzt schon an? Ne, da vorne ist der Parkplatz. Da vorne ist der Parkplatz. Einwandfrei. Jetzt war ich schon ein bisschen erschrocken. Aber gut. Haben wir geschafft. Ah, ich werde gleich mal Parkplatz noch tanken. Ich hoffe natürlich, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Auf in ein neues Jahr voller Wahnsinn. Sind wir wirklich mal gespannt, was uns jetzt alles so erwartet. Mal das Beste. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Schauen wir mal, wie der Splitter ausschaut. Sage ich auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat es wieder gefallen. Däumchen
Wären Träumchen 2,15. Oh Mann. Ich tanke jetzt hier. Wie gesagt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Kommentiert, liked, abonnieren nicht vergessen. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer JJ. Reingehauen. Wir sehen uns. Ciao, ciao.